Ganze hat sich wieder ein bisschen verschoben und wird sich wohl auch noch weiter hinziehen bis zur vollkommenen Gesundung von Monika Seles. Sie ist nach wie vor in Weil zur Behandlung und zur Beobachtung. Andere standen deshalb in Stratton Mountain in diesem Jahr im Mittelpunkt. Zunächst einmal Manuela Maleeva-Franier. Die Schweizerin. Und sie traf in diesem Halbfinale auf Conchita Martinez. Und im Moment auf Position 6 der aktuellen Weltrangliste bei den Damen. Sie besiegte in der ersten Runde Camille Benjamin, Jerry Ingram Dunn und Julian Watanabe. Martinez vermutlich in ihrem besten Jahr mit Siegen in Brisbane, Houston und Rom. Nicht zu vergessen das Halbfinale in Wimbledon. Manuela Maleeva Franier streute ein paar Gerüchte während der Tage von Stratton Mountain. Das sei vielleicht das letzte Jahr im Welttennis. Ist 26 Jahre alt. Die Verbesserung im Spiel von Conchita Martinez ist sicherlich unter anderem auch auf die Steigerung der körperlichen Fitness zurückzuführen. Sie nähert sich immer mehr Gabriela Sabatini, die im Moment die Position 5 einnimmt. Drei Breakchancen, drei Satzbälle für Conchita Martinez. Fast zwangsläufig am Netz, Conchita Martinez, 6:1, gewinnt sie den ersten. Conchita Martinez im zweiten Satz, Aufschlag Manuela Maleeva-Franier. Und gleich das erste Break für Conchita Martinez. Und
Und nun 5:2 Führung für die Spanierin. 5:2 im zweiten Satz. Aufschlag Manuela Maleeva Frania. Erstaunlich genug, dass die Schweizerin damit liebäugelt aufzuhören, ist sie doch im Moment immer noch die Nummer 13 der Weltrangliste. Und damit 3 Matchbälle für Conchita Martinez. Gespielt knapp über eine Stunde. Die Jury kann ihm aus und damit gewinnt Conchita Martinez 6:1, 6:2 und erreicht damit ihr 6. Finale in diesem Jahr.